Destruktivität. Destruktivität ist eine zerstörerische Geisteshaltung. Destruktivität ist ein Substantiv zum Adjektiv destruktiv. Destruktiv kommt vom lateinischen destructio und destructio heißt niederreißen, zerstören. Und destruktiv bedeutet zerstörend und zersetzend. Also, was Dinge kaputt macht, ist destruktiv. Und man kann von der Destruktivität eines Menschen dann sprechen, wenn er immer wieder Vorschläge torpediert. Man sagt, dass Destruktivität eine Eigenschaft sein kann, die eine Arbeitsgruppe immer wieder durcheinander bringt. Menschen können Gutes leisten, aber wenn sie destruktiv sind in einer Gruppe, in einem Team, dann ist es schwierig. Man sollte aber auch vorsichtig sein, bevor man zu schnell jemand als destruktiv bezeichnet. Denn es ist wichtig, dass man auch Vorschläge hört, die nicht so in die Gruppe hineinpassen. Manchmal entpuppen sich destruktive Vorschläge als wichtig. So sollte man vorsichtig sein, bevor man etwas als rein destruktiv bezeichnet.